Heute treffe ich mich mit meinem ehemaligen Kommilitonen Daniel James. Mittlerweile arbeitet er an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Wir sind verabredet auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte, weil hier unter anderen Prominenten auch ein gewisser G.W.F. Hegel liegt. Und über den wollen wir heute reden. Hegel in einem Satz. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ja, das ist gerade bei Hegel ein bisschen schwierig. Ein bisschen so ein Hegel-Klischee, aber glaube ich ein passendes. Der Satz, dass das Wahre das Ganze sei, wobei eben dieses Ganze nicht bloß als sozusagen so ein statisches Resultat begriffen werden sollte, sondern als ein Prozess. Und die Weise, auf die wir dann dieses Ganze angemessen begreifen, wird ebenfalls prozessual sein und in der Form eines philosophischen Systems. Das war, glaube ich, ein Satz. Wow. Was für einer. Eine wichtige Sache ist, auf die man sich dann so ein bisschen einlassen muss, ist eben tatsächlich so den Prozess. Die Idee, dass wir hier bei Hegel auf eine bestimmte Art und Weise so Schritt für Schritt fortschreiten müssen, dass wir typischerweise die Auseinandersetzung mit so letztlich fehlerhaften Konzeptionen verschiedener Dinge sein, was immer jetzt sozusagen der Gegenstandsbereich ist, also wie das Absolute oder sowas wie der Begriff einer Person oder irgendwas dieser Art. Und dann werden wir mit jedem Schritt zu einer reichhaltigeren Konzeption kommen, wobei typischerweise das, was uns von einem Schritt zum anderen führt, irgendwie daran bestehen wird, dass wir aufzeigen, dass es so Widersprüche in dieser vorherigen Konzeption gibt. Und dann schreiten wir fort zur nächsten. Das wird das gleiche Problem sich ergeben. Und am Ende kommen wir zu einer angemessenen Konzeption, die auf eine bestimmte Art und Weise all das, was dann doch irgendwie auch wahr war in den Konzeptionen davor, auch in sich aufbewahrt. Ja, eine Frage ist ja, warum sollten wir den überhaupt noch lesen? Ja, ich finde, das ist eine ziemlich gute Frage. Er ist ja auch nicht ganz ohne. Genau, da gibt es so ein paar Sachen, die mich auch einfach ein bisschen beschäftigen. Einer der Hauptgründe ist, dass für mich zumindest seine philosophische Originalität so auf der Hand liegt in ganz vielen Hinsichten. Und eine der Hinsichten, die mich jetzt einfach besonders interessieren, für andere Leute werden das andere Dinge sein, ist, dass Hegel schon recht früh eine Metaphysik des Sozialen vorgelegt hat. Dass er versucht hat, systematisch die Frage zu beantworten, was heißt eine soziale Institution zu sein, eine soziale Praxis, aber sozusagen systematisch für verschiedene Arten von Institutionen entwickelt hat. Im Kontext dessen dann auch einfach teils eben sehr steile, aber deswegen auch irgendwie interessante Thesen formuliert hat. Sowas wie, also eine These, die jetzt für mich so ein bisschen im Mittelpunkt seiner Theorie der Sittlichkeit steht, ist, die These, dass ein freier Akteur zu sein, in Hegel geht es da vor allem um die Männer, damit gleichbedeutend ist, Bürger eines wohlorganisierten Staates zu sein. Und da steckt eine ziemlich interessante metaphysische Idee hinter, die mich sehr beschäftigt. Ich glaube, das wäre so eine zentrale Hinweis. Ja. Und da kann man noch einiges mehr, glaube ich, zu sagen. Ich glaube, er ist einfach viel vielschichtiger, als das Bild auch so suggeriert, dass wir von ihm vielleicht haben. Ja. Aber ich glaube zum Beispiel gerade auch in dieser Hinsicht hat er auch großen Einfluss gehabt. Also klar, Marx ist das offensichtliche Beispiel. Ja. Aber es gibt eben auch andere Bereiche des Einflusses, die jetzt vielleicht für viele Leute jetzt gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Sowas wie, dass Hegel eben auch eine Menge antirassistischer, antikolonialer Denker beeinflusst hat. Leute wie Franz Fanon mit seiner Theorie der Anerkennung, das spielt da auch eine große Rolle in seiner Analyse jetzt der kolonialen Verhältnisse. Genau, also ich glaube, das sind viele so interessante Hinsichten auch des Einflusses, die Hegel da gehabt hat. Ja. Und das sind Sachen, die mich jetzt zumindest sehr beschäftigen. Ja. In manchen Hinsichten eben auch nicht ganz ohne. Und auch da hat er einen gewissen Einfluss gehabt. Also eine der Themen, die mich jetzt gerade so beschäftigen, ist, dass Hegel beispielsweise eine partielle Verteidigung der Sklaverei vorgelegt hat. Also partiell heißt es so, unter bestimmten Bedingungen ist die Sklaverei nicht ungerecht und kann sogar insofern zumindest gut sein, dass sie eben Leuten zu einer gewissen Bildung verhilft, die sie dann sozusagen in die Lage versetzt, dann auch selbstbestimmt ihr Leben zu führen. Und es ist diese These beispielsweise, die jetzt in den Konföderierten Staaten von Amerika
einen Abgeordneten eben dieser Staaten inspiriert hat. Also er bezog sich da explizit auf die damals gerade ins Englische übersetzte Ausgabe der Rechtsphilosophie. Das war Lucius Cincinnatus Lamar. Und er bezieht sich genau auf diese These, um zu sagen, dass jetzt noch nicht die Zeit ist, um die Sklaverei abzuschaffen. Auch das ist eine Seite des Einflusses von Hegel, die eben auch einen Aspekt seiner Bedeutung ausmacht. Wie war dein persönlicher Weg zu Hegel? Mhm. Es ist vielleicht jetzt nicht der erste Philosoph, auf den ich gekommen wäre, glaube ich. Mhm. Interessanterweise, glaube ich, hat es ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass ich einen ziemlich engagierten Philosophielehrer hatte. Herr Seliger, wenn Sie noch da sind, danke dafür. hat mir damals schon viel Spaß gemacht. Und er war lustigerweise Hegelianer und hat das irgendwie oft mit besonderem Elan unterrichtet. Mhm. Und da haben wir einfach viele Texte gemacht. Und ich weiß einfach, die Sachen sind so bei mir auch so hängen geblieben. Dann beim Studium war es auch eher so. Ich glaube, Hegel fiel dann auch einfach unter die Kategorie alter weißer Mann. So Hybris des westlichen Denkens oder irgendwas in dieser Art, habe ich bestimmt damals gedacht. Es war dann höchstens so, dass ich gerade deswegen dachte, okay, dann will ich mir das doch mal ein bisschen genauer anschauen. Und dann ergab es sich eben, das war tatsächlich das erste Semester in der Philosophie, dass es ein Seminar gab bei einem Dozenten, ebenfalls sehr engagiert. Guido Kreis hieß der. Herr Kreis, Guido, ich glaube, wir waren zuletzt beim Du. Dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank. Das Seminar war einfach sehr ungewöhnlich, es war ein Freitagabend, 6 Uhr ging es los. Offiziell sollte es um 8 aufhören, aber es ging dann oft noch bis 9 und darüber hinaus. Und das war einfach so eine schöne geteilte Erfahrung. Irgendwie verstand niemand von uns so recht, was da eigentlich steht, worum es eigentlich geht. Und mit den Leuten, ja, denen zusammen so auf die Schliche zu kommen, das hat einfach riesen Spaß gemacht. Mhm. Und dann merkte ich auch, wie ich dann die Dinge, die dort thematisiert wurden, gut in Verbindung setzen konnte zu anderen Themen, die mich da interessierten und damit auch zu anderen Autoren, Autorinnen, die mich damals interessierten. Da hat mich das dann sehr interessiert, okay, wie kann man das in Beziehung setzen zu so einem Autor wie Fanon, der irgendwie auf die, genau diese Theorie zurückgreift, um so die koloniale Situation zu analysieren. Weil ich glaube, das war ganz viel so der Ausgangsmotivation, die ich ursprünglich hatte. Ja. Was war die größte Hürde, dich mit Hegel zu beschäftigen? Also jeder Text, ne, und jeder Textabschnitt, das ist verschiedentlich wild und abenteuerlich. aber erstmal die Herausforderung, überhaupt zu verstehen, worum es geht. Das ist halt manchmal gerade, ich lese jetzt hier diese Passagen, ich verstehe irgendwie einige der Worte oder die meisten der Worte, aber ich weiß auch nicht mal genau, was das eigentlich das Thema ist. Eine andere Sache, die dazu sozusagen komplementär ist, also mit Blick darauf, was jetzt irgendwie schwierig ist bei Hegel ist, nachdem man jetzt einmal reingekommen ist, nachdem man die Sprache so ein bisschen verstanden hat, das Eigentümliche, die Terminologie verstanden hat, so ein bisschen die Themen verstanden hat, die bei Hegel so im Mittelpunkt stehen und die auch immer wieder auftauchen, ist da auch wieder rauszukommen. Manche Leute sprechen davon, dass Hegel so eine eigene Sprache hat, Hegelies, ja, also so hegelesisch. Und ich glaube, eine Falle, in die einfach viele Leute tappen, wenn sie einmal ein bisschen reinkommen, wenn sie ein bisschen warm werden damit, ist, dass sie einfach anfangen, selber zu hegeln die ganze Zeit. Und das kann dann oft auch auf andere Leute so ein bisschen einschüchternd wirken vielleicht, weil es klingt einfach so, als wenn die Leute sich voll auskennen und das alles halt super drauf haben und die reden dann selber so komisches Zeug für das, was der Hegel sagt. Und ich finde, da sollte man sich nicht von abschrecken lassen. Das ist eben die nächste große Herausforderung, nämlich dann letztlich in so einigermaßen normalen Deutsch dann über das zu reden, was eigentlich da drin steckt. Ja. Und was sich eigentlich verbirgt hinter diesem eigentümlichen Vokabular und was eigentlich die Argumente sind, die dahinter stecken. Und das ist, nachdem man einmal reingekommen ist, glaube ich, die nächste größte Herausforderung, einfach wieder rauszukommen. Welche Tipps hättest du? Also wie kann man diese Hürden überwinden? Du hast schon gesagt, nicht alleine damit abkämpfen. Ich glaube, das macht ziemlich viel aus. Ich glaube, dass mit anderen Leuten zusammenlesen, mit anderen Leuten diskutieren, einfach am Anfang wirklich so mit so scheinbar doofen Fragen ankommen. So, ich verstehe das nicht, was passiert hier? Ja. Und das so zum Ausgangspunkt zu nehmen. Ich glaube, das hat mir total geholfen und es hilft mir immer noch total, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Ja, ich glaube, eine Sache, die mir dann einfach sehr geholfen hat,
Ich habe tonnenweise sekundäre Literatur gelesen, insbesondere am Anfang. Und ich glaube, gerade weil Hegel so ein systematischer Denker ist, merkt man, wie wichtig das sein kann, erstmal so eben so ein Verständnis des Ganzen zu haben und so im Lichte dessen das zu begreifen. Da gibt es einfach viele gute, auch einführende Texte, die einem genau so ein Grundverständnis erstmal vermitteln können. Und das hat für mich viel ausgemacht. Und ich glaube, dann die nächste Herausforderung ist natürlich dann, tatsächlich so den eigenen Zugang auch darüber hinaus dann zu entwickeln zu den Texten. Ja. Und das kann man mir tatsächlich erst ein gutes Stück später, aber ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich. Ja, das denke ich auch. Ja, vielen Dank, dass du mit uns heute hier über Hegel gesprochen hast. Ja, danke schön. Und deine persönliche Erfahrung auch so gut eingebracht hast, die, sehr hoffe gerne, ich, den Studierenden hilft, sich da zu orientieren und zu entscheiden, ob es was für sie ist oder eben auch nicht. Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Dankeschön. Habt ihr einen philosophischen Begriff, eine bestimmte Methode oder auch ein Werk, das ihr schon immer mal kurz und knapp erklärt haben wolltet? Dann schreibt mir gerne einen Kommentar oder kontaktiert mich über die Website. Ich freue mich auf eure Vorschläge.